Guten Tag. Chakalaka. Ich bin der Mann Ihres Vertrauens, der Ihnen jetzt eine Versicherung verkaufen wird. Ja, genau. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Auch ich könnte einen nehmen. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten, cattivi ragazzi, miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hole meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Ich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten Da uns könnte heute er Abend wenigstens sowieso dieses, treffen. den Korb da abnehmen und tragen, oder? Und du musst dich nicht darum sorgen. Ja, er muss schon eine Jacke tragen. Ja, ja das ist natürlich. Ja. Wie ein Kind. Hast du recht. Das stimmt. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Finde Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Ja, komisch eigentlich. Klopf an, Schlauberger. Ja, ich bin noch dabei. Nicht so dick hier. Sarah, ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls. Die Tür sich gerade ein Stück von allein bewegt. Wir sehen uns in der Kirche. Ich weiß okay. nicht. Ich hatte aber gerade kurz Tonausfall. Ganz kurz. So. Okay. Hauptsache, es geht wieder. Ja. Gut. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist Schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. Warum rennst du so schnell? Warte mal auf mich. Ja, der Schnellste ist der da nicht gerade. Was ist jetzt? Muss ich auf dich warten? Blumen für die Dame, Signore. Nee, danke.
Ich bekomme was der immer Nähe sagt, ne? Nee. Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Ich bin nicht alleine. Könnte passieren, wenn Pax mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum. Aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Hm. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich hab die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo, die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Jo, mach ich. Wo gehst du hin, Süße? Das ist auch immer krass, was du da spritzt, ey. Hey. Deine Beine sind ja wirklich endlos, was? Fass mich an und du bist tot! Du verschwendest deine Zeit mit Versagern. Du brauchst einen Echten. Schlägt dir den Luftlöcher hier, Junge. Stich ihn auf, Herr Blutsehne! Ey, warum ist er denn nicht ausgewichen? Ich hab die Taste gedrückt. So, sonst noch jemand? Geht schnell zu ihr, sonst ist es platt, oder? Und mit der war noch liegt Zeugs da. Ja gut, aber jetzt muss ich mich erst um ihn kümmern. plötzlich stand ich hinter ihm. It's magic. Ja. Stiller als mein Schatten, ey. Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Wie konnte ich das Holz... Scheiße! Geh mal weg, du Blödmann. Ich wollte das Holzbrett. Oh, jetzt das Holzbrett. Nimm das doch. Oh nein, jetzt kriegst du schon wieder eins über, was? Ne? Oh, das sieht schon gefährlich aus. Oh mein Gott. Pass auf. Komm schon, der muss doch auch irgendwann halt. Oh, du bist gleich tot. Der ist eher tot. So. Das hier hab ich drauf, du Bastard! So. Hey! Du hast einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Ja, du hast einen guten rechten Schuss. Komm mit mir, ich sehe es mir an. Was ist? Kommst du ran, lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein?
Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Krieg ich ein Tattoo? Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammen tackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don. Ich dachte erst, sie wollte das alleine trinken. Mhm. Sah aus, als wenn sie die Flasche wieder weggestellt, ne? Ja. Noch eins. Okay. Ich leide immer so mit, dann wenn ich sowas mache, dann also trinke ich lieber vorher was. Ja. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Schöne Erinnerung. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. So ein Zufall. Was machen wir denn da? Na so. Andocken. Soll ich Holzhacken gehen? Okay. Da weiß ich ja, wo ich im Winter nicht hingehe. Gewöhn dich lieber dran. Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah, geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Lunapark oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visage so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy, geh zu Winnie, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lass diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Hat er nicht irgendwann mal in irgendeiner vorherigen Folge gesagt, er wäre nicht so mit dieser Gewalt, er wäre mehr fürs Denken? Noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Der Boss-Star von denen, ich meine, der hat das irgendwann mal gesagt, dass der Morelli ja immer nur so da, dass der der Gewalttätige wäre und dann aber vergisst zu denken und er wäre eher mit fürs Köpfchen oder so. Ja, das ist richtig. Was er aber da gerade gesagt hat, war aber mal ganz schön anders. Da geht's ja um Rache. Das ist ja was anderes. Die haben ja angefangen. Ja, die haben angefangen, das stimmt. Genau. Ich glaube, die müssen wir nicht entlang. Oh Mann. Stimmt, hier hinten war ja die Tür zum Hof. Die Tür zum Hof. Hm.
Na, Vincenzo, du alter Waffenschieber. Nee, ich bin schon versorgt. Holz, Holzreich. Conny und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Wird von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden sie nicht. Danke, Vinnie. So. Triff Polly in Chinatown. Du brauchst erst ein Auto, ne? Musst zur Garage. Stimmt. Da in diese Lagerhalle da, genau. X. So. Gut, das, ja, das Auto ohne Bremsen, das ist... Naja, das ist echt genial. Oh Mann, ey. Okay. Wie eine Motorrad. Da musst du quasi während dem Fahren musst du rausspringen, wenn du rein willst. Genau. Motorrad finde ich zwar gut, aber es regnet. Also den finde ich irgendwie cool. Oder ich so. Mag das Taxi. Na gut. Ist aber nicht sehr schnell, aber... Ja, aber wir fahren ja eh nur eine Strecke, glaube ich, damit. Dann machen wir das einfach mal. Das ist so schön. Ja, das ist voll cool, ne? Wobei man aber sieht, dass es schon ein bisschen an New York angelehnt ist, ne? So ja. Optisch. Oh, bei Regen kommt wow. Aber gut ins Rutschen beim Rennen. Ist das bei dir nicht normal, dass du ins Rutschen kommst? Ha! Ha! Belba. Fahr mal hinter dem Taxi her. Wieder meine. Du hättest abgemusst. Stopp. Zurück. Ja. Ja, das ist das Reich doch. Ja, weil du mich verwirrt hast. Oh ja. Ja, ja, ist klar. Als ob ich dich verwirren könnte. Unfassbar, der Mann. Klong. Warum fährt er denn nicht? Das ist doch gar nichts. Fährst du mal weiter da? Ach, der will da ab und dann muss ich deswegen. Fährt hinter mir auch einer zu. Ist ja auch wohl nicht zu fassen, ey. Echt die genialste Hupe, ey. Da musst du rein. Oh, ja. Upsa, das ist nicht mehr ganz die Straße, aber ist egal. Oh mein Gott. Das ist toll. I like this. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, ja, ich nicht. Biff in so einem Drecksloch wohnt. Oh, es ruckelt. Er ist verliebt. Nee. Ja, muss aber gleich weggehen. Von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy, du bist immer butterweich bei den Ladies. Ist doch kein Problem. Genau. Echt mal. Gentleman und dann... Biff, alter Fettsack. Wie geht's dir? Pupsi, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch. Bitte. Also, was geht's? Wenn ich verstehe nicht, was sie sagt, aber ich kann es mir denken. Ja, genau. Haben sie mit Gigi's Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Einer der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram.
Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Polly. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Da hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Das ist ja leicht. Ja. Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. So. Tür eintreten. Okay. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Tja, den auch rein. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Nein, oh. Eitsch. Na los. So, Meister. Sag mal, kriegst gleich auf, schlitzen hier. Na toll. Na toll. Was, toll. Sag mal, was macht er denn hier? Nicht wieder auf. Nimm das. Du kommst ja nicht mehr aus der Garage raus, also aus dem Haus. Da ist ein Fehler. Ja, irgendwie. Er ist hier. Über den Zaun. Sag mal. Da ist er doch rausgekommen. Ey, nicht schießen, haben die gesagt. Kein Geballer. Ja, echt. Das ist unfair. Wechsel mal auf eine Waffe. Musste mir nicht zweimal sagen. Ich nehme Norden, du Süden. Wo? Konnte ich denn noch mal die Würfel wechseln? Das weiß ich nicht mehr. Nee. Ja, weggesteckt. In die Hosentasche. Noch mal. Eine andere Waffe. Ja. Vielleicht macht er das gleich automatisch, wenn du da darüber geklettert bist. Kann natürlich sein. Da, wo das Tuch ist, musst du rüber. Ach, jetzt hat er die Knarre schon. Na, siehst du, wunderbar. Okay. Dann... Ich würde mich da jetzt hinstellen und gucken, bis wie lange der braucht, um das zu kleben. Genau. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Genau. Oh, der Held, ey. Ich rufe noch Pizza-Service an, wenn y. du was brauchst. Y. Ja, ich habe ja gerade kein Y. Weil ich, so. Weil ich gerade mit Maus und Tastatur dran bin. So, Deckung? Nee, hauen. Das war Deckung. So. Okay. Billy, wir müssen weg! Jetzt! Lauf! Los! Umzingel sie! Schieß! Ob
Eieiei. Der Tote liegt mir da im Weg. Wir haben gerade eine, also ich zumindest, habe gerade eine ziemlich extreme Verschiebung zwischen Bild und Ton. Echt? Hm? Ah, jetzt ging es wieder. Okay, alles klar. Ich habe zum Beispiel das Türeintreten schon gehört, da warst du noch auf dem Weg dahin. Das fand ich ganz witzig. Ja. Aua. Oh, oh. Das ist Polly, glaub ich. Ah, nee. Nee, ist er nicht. Ich dachte gerade. So. Nicht auf den Falschen schießen. Ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Medizin, ich brauche Medizin. Hm. Räum vor Billy auf, Tom! Erst die anderen Versager und dann holen wir ihn. Mach sie alle. Weil der kann auch nur große Fresse, ne? Ja. Ja, ja. Das ist nach dem Motto, mach du mal. Das sind total gefährlich, mach du mal. Wir machen die alle fertig, hau du den Maus mal. Ja, ja, genau. Sollten wir hier rein? War das so? Ja. Gib's ihn. Verschwindet ihr! Pass auf! Oh, wei, wei, wei. Ist hier irgendwas? Nö. Da, Heilung. Yay. Schießt doch auch auf ihn. Oh! Da wäre ein anderer. Nein, Sprenne. Sie haben ihre restliche Truppe gerufen. Da war da gerade noch jemand, oder? Ja. Da. Oh, du hast nicht mehr viele Schuss. Ja, ich hoffe, wir finden hier noch was. Boah, der Polly, der könnte ja auch mal einen erledigen da, oder? Ja, ich sag ja. Der ist ein bisschen faul unterwegs. Du hast keine Schuss mehr, scheiße. Irgendwo, Patronen. Jemand muss ihn erledigen. Wenn du da nochmal rausgehst, da lag doch noch die Schrotflinte. Ist das so? Oh, der, oh, ja, da ja. Ah, da ist auch noch. Okay. Nee, das war aber nicht für die. Achso, das war ein Molotow-Cocktails. Ja, aber auf dem Boden da. Vor der. Genau, durch die Tür und dann auf dem Boden lag eine Schrotflinte. Da. Okay, auch nicht allzu viel Schuss. Aber könnte reichen, um. Warte, ist das denn alle gemacht? Du hast mal was. Ja, hat. Vernünftiges hat getan. Sehr gut. Okay, da hat er gerade Munition eingesammelt.
Mal ein bisschen bei den Leichen gucken, da fällt immer ein bisschen was ab. Ja. Clear. So. Ja, lad doch nach. Jetzt habe ich das Messer. Nee. Ja, aber da sind nur noch zwei Schuss in der Ding, wenn überhaupt. Oder nur einer. Einer noch. Jetzt die Pistole, ja. Da haben wir ja schon wieder 28 Schuss. Das geht ja. Johnny, runter! Komm, wir müssen hier weg! Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Okay. Lade los, wir müssen dranbleiben! Fahr nicht zu dicht an Laternen vorbei, ey. Der sich aus dem Fenster schmeißt. Ein Polly weniger. Boah, die fahren aber auch ganz schön krass. Man kann es förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. No. Mein Gott. Eieiei. Warum schießt denn der nicht, der Polly? Oh, scheinbar noch nicht nah genug dran. Oh, Laterne. Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Oh. Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Oh je. Mach den alle, Tom. So ein schönes Rot für das vom Auto, ne? Ja. Ja. Jetzt machen wir dem schönes Rot ins Gesicht. Nein, warte. Bitte, ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Weil der macht selber ja nichts, ne? Das ist mir das Coole. Ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Polly, Polly. Gott, Tom. Lass dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Hey. Lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Ja, haben wir uns mal dran gewöhnt. Ja.